Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge bauen wir mal hier noch ein bisschen weiter, beziehungsweise ich habe den Tipp bekommen, dass man Bambus ja hier mit dem Schwert am schnellsten abbaut und das ist tatsächlich wahr. Okay, ich bin fasziniert. Ich habe es davor mit einer Axt gemacht und ich hänge hier noch ein bisschen fest. Es ist ja unglaublich, wie schnell das geht. Das hätte ich echt früher wissen müssen. Das ist ja... Okay, das macht Spaß. Ich glaube, ich brauche mehr Bambus. Es macht wirklich Spaß irgendwie hier so einfach so. Und da... Hier entlang und da und hier und... Oh mein Gott, da... Ich hänge bloß immer jedes Mal an diesen kleinen Pfosten hier. Aber, über den Bambus kann ich noch laufen, weil der nicht gewachsen ist. Aber über die anderen natürlich nicht, weil die sind schon gewachsen. Okay, macht Sinn. Dann aber einfach mal hier drüber. Hier entlang, da entlang... Ja, dann ist der Bambus eigentlich schon wieder nachgewachsen. Es ist unglaublich, wie schnell dieser Block wächst. So, gut. Genau, ansonsten natürlich... Willkommen an alle im Stream. Ich gehe dann gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich zu viele Schafe oder zu viele Hühner auf der kleinen Stelle. Ich mache mal Bambusblöcke daraus. Das war ja mal so der Langzeit. Plan. Hier so und kriege ich dann nochmal so. Okay, ein bisschen Bambus bleibt übrig, aber 23 Blöcke. Okay. So, ein Panda habe ich leider noch nicht. Das wäre vielleicht echt eine coole Idee. Aber muss ich das Biom auch finden. Ansonsten geht es mir gut. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch geht es auch allen so gut, soweit. Und ist ja jetzt auch Wochenende, ne? Von daher ist es, glaube ich, für die meisten spannender, solange man nicht arbeiten muss oder irgendwelche Verpflichtungen hat. Schaue ich nochmal ganz kurz, was habe ich jetzt hier reingeworfen? Ich glaube, letzte Zeit habe ich sehr viel Zeit hier unten in diesem Kistenraum verbracht. Das war... ja, schwierig. Aber es sieht jetzt zumindest mal so aus, als gäbe es hier überall genügend Kisten. Und ach, ich will hier raus aus diesem Raum. Der ist zu viel Aufwand im Gedächtnis geblieben. So, ansonsten... Ich überlege gerade. Ich glaube, das nächste Größere, was mal wieder spannend sein könnte, ist tatsächlich... Ich laufe mal jetzt wieder mit einer Hand an der Maus. Hier hinter. Das sieht ja jetzt... Also ich weiß nicht, irgendwie... So viele Tiere habe ich doch gar nicht. Das ist manchmal diese kurzen... Drops gibt. Naja, vielleicht mit parallelen Weltladen. Ja, die 1060 kommt vielleicht gerade ein bisschen an ihre Grenzen, aber okay. Für den PC jetzt auch mal so nebenbei erwähnt, immer ein bisschen mehr upgraden. Das nächste ist mal der HDD-Switch auf SSD. Liegt schon vor mir, muss ich nur mal machen. Eine Frage der Zeit. Gut, genau, ansonsten... vielen lieben Dank fürs Kompliment. Ich schau mal, ich glaube, das habe ich hier noch nie so richtig gezeigt oder lange nicht mehr gezeigt. Ich gehe gerade zum dunklen Magierturm. Hier gibt es halt quasi noch den Weg nach hinten, wo aktuell, ich glaube, hier führt nicht mehr was hin. Ne, der endet einfach hier. Naja, müssten wir mal gucken. Das könnte man hier mit dem Leuchtturm vielleicht irgendwie nochmal ergänzen oder... Ja, irgendwie so. Mal schauen. Aber auf jeden Fall gibt es hier einen Weg. Das müsste ich dann nochmal hübsch machen, dann... Man merkt es hier am Unterschied der Steine. Man kommt jetzt auf diese dunklen Steine, die hier auf den Magierturm zugehen. Das Einzige, woran ich natürlich jetzt nicht gedacht habe, ist, ich habe nicht einen Stein mitgenommen, um hier irgendwas hinzuplatzieren. Ja, das ist natürlich schwierig. Okay. Aber ansonsten, ich glaube, das sind auch gebrannte Steine. War das nicht irgendwie so? Sie können ja gerne mal kurz in den Chat schreiben. Aber ich glaube, die Steine muss ich brennen und die kann ich ja abbauen. Also... Ich habe vom Rohstein jetzt übersprochen, zum nächsten und so weiter. Aber ich glaube, das war ja genau in dieser Reihenfolge, oder? Ja, könnte... Ja, genau. Ah, okay. Super, vielen Dank. Aber ansonsten schaue ich jetzt mal kurz. Da unten ist dieses ganze Burggebiet. Also da ist das... Das sieht man von hier eigentlich sehr schön. Kann ich das mal, ja, so ein bisschen ein Großaufnahmeding machen. Da ist der Leuchtturm... Da ist das Ganze, da ist diese, naja, halbe Burgmauer, trifft es vielleicht am ehesten. Und da ist dieses kleine Wasserteil. Okay, okay, okay. Dann muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. So, nochmal wieder willkommen an alle Neuen, die hier in den Stream wieder dazugestoßen sind. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass sich das gerade auch so ein bisschen einpendelt. Ich überlege jetzt gerade nur. Genau, die Grußrunde mache ich jetzt gleich danach, hier nach der einen Folge, keine Sorge. Werdet nicht vergessen. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz. Ich glaube, ich brauche die Steine jetzt mal zuerst. Auch schön an alle ganz Neuen, die hier sind. Vom Grobkonzept, um das vielleicht in einem Satz hier zusammenzufassen, das ist meine Survival-Welt. Ich baue hier seit über 270 Folgen wahrscheinlich mittlerweile dran. Und entsprechend versuche ich auch immer alle Kommentare dazu zu lesen und auch immer irgendwie drauf zu antworten. Klar, das ist so das Kernziel. Und mittlerweile ist das hier alles so ein bisschen groß geworden und ich wollte mir Steine holen. So, jetzt ist nur die Frage, ich glaube, ich habe das schon... Ups, nee, ich habe das schon weggeräumt, oder? Ja, die Tür zu machen. So, das heißt, die sind ja eigentlich... Ich glaube, hier waren die irgendwo, oder? Da. Ich habe das Brot jetzt... Habe ich das Brot gegessen und nur so viel Hunger? So, okay. Ja, die Fackel sollte gar nicht dahin. Jo, Haufen Bruchsteine. Okay, das brauche ich, das brauche ich. Das nehme ich mal mit. Die Treppen brauche ich eigentlich nicht. Dann kann ich noch ein bisschen von den Steinen hier mitnehmen. Das ist gerade eigentlich alles so Zeug, was ich nicht brauche. Ich habe zwar jetzt gar keine Rammstruhe in dem Sinne, wo einfach alles Zeug reinfliegt, was ich habe. Ich mache aber trotzdem mal einfach so. Ja, wegen einer Stufe, das verbraucht zu viel Inventarplatz. Das gleiche habe ich jetzt eigentlich mit Brot in den Hacker. Ja. Mal schauen. So. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Das kann ich wegtun. Ja, ich brauche ein bisschen Platz im Inventar. Das heißt, die Hacke kommt wieder weg. So. Schau ich mal kurz parallel. Das Short-Format Livestream. Ja, den Livestream gibt es doppelt. Der wird einmal im YouTube Shorts ausgespielt und den gibt es aber auch einmal nochmal im 16:9 Format auch auf dem YouTube-Kanal. Da hat man das Vollbild. Also das ist parallel auf beides. Das ist jetzt seit, ich weiß nicht, ich glaube seit einer Woche oder zwei Wochen von YouTube freigeschaltet, dass man auf beiden Sachen streamen kann und deswegen diese Doppel- Sache. Schau ich mal, vier Eimer lasse ich dann hier. Sieben kann ich mitnehmen. Ah, okay, super. Und dann wieder hier alles zurückzukriegen. Cool. Jetzt schaue ich mal hier ein bisschen wieder ein bisschen aktiv mit den Chat rein. Moment, ich muss noch mal ein bisschen hochscrollen. Ich habe, glaube ich, ein paar Fragen gesehen. Oh, Emily, cool. Du hast mir einen Avatar gemacht. Müssen wir mal schauen, wie ich mir den anschauen kann, wie wir das am einfachsten hinkriegen. Abonnentenzahl ist, glaube ich, gerade irgendwo über 4.500. Könnte das sein? Ich glaube. Verfolgt das immer noch nicht so aktiv. Also ich schaue schon zwischenzeitlich immer mal wieder drauf und denke mir, cool. Aber meistens ist eher der Fokus auf, sind die Videos cool, machen die Spaß zum Zuschauen? Kann man sich das anschauen, was ich da so erzähle? Da ist eher so der Fokus. Die Zahl ist nice to have. Ja, ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. So, ansonsten, Linus, möchtest du auch mal YouTuber werden? Ja, ist vielleicht nicht unbedingt Berufswunsch 1. Ich persönlich empfehle ja immer noch irgendwie ein Studium oder eine Ausbildung oder irgendwas parallel zu machen. Und glaube ich, kann es gut sehen. Es ist, glaube ich, wie Fußballprofi. Nicht jeder kann es werden und auch nicht bei jedem funktioniert. Und ich glaube, von daher auch immer sinnvoll, nochmal so einen Backup-Plan zu haben. So. Einmal hier in den Nether kurz rein. Ah, wo war die nächste Lava? Ich glaube, ich habe doch hier so einen Weg gebaut gehabt. Genau. Ansonsten Thema Fantreffen. Geplant wäre nix. Ne? Mal um es mal so zu. Habe ich hier. Ich hatte doch irgendwo mir ein Ding zur Lava gebaut. Also ich will jetzt bloß nicht unnötig. Ach, hier unten. Ah, okay. Eine Ding. Ja, das sieht hier nach hier durchaus, dann hier wieder nach oben und dann, glaube ich, bin ich auch an der Lava. Super, ja, die Steine brauche ich nicht. So, dann nehme ich mal kurz 7 mit. Perfekt, Inventar ist jetzt eh voll mit allem, ja. So, Fantreffen an sich noch keine geplant. Nichts Größeres oder so, wie auch immer. Irgendwie ja so ein Discord oder sowas ist ja noch in Planung und gerade am Schauen, wie am besten umzusetzen und so weiter. Also sowas soll es dann auf jeden Fall mal zeitnah geben, damit man zumindest mal sich ein bisschen auch einfach austauschen kann. Nicht nur via Chat, sondern auch dann einfach mal so.
Genau, ansonsten YouTube beibringen ist, glaube ich, ein bisschen fiktiv, ne? Also man kann ja an sich alle YouTube-Videos machen, die man möchte. Ich verstehe nicht, dass die Welt jetzt hier nochmal komplett neu lädt. Das ist irgendwie, ja gut, komisch, aber okay. So, also YouTube beibringen ist, glaube ich, gar nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten erkläre. Einfach machen ist, glaube ich, der beste Schritt. Ich habe ja damals mit auch Let's Plays angefangen für. Muss ich lügen? Doch, Star Wars Jedi Fallen Order war damals das erste Let's Play auf dem Kanal und kurz darauf kam Minecraft und dann ist es eher so ein bisschen die Richtung, in welche Richtung man sich selber bewegen möchte. Ob extrem hochwendige Videos, die halt extrem cool sind, dann auch natürlich hoffentlich auf der anderen Seite, aber dafür sehr viel Zeit beanspruchen und nicht so viele Videos oder halt Gaming-Videos, die man ja dann doch relativ gut produzieren kann, indem ich ja jetzt einfach, also die Minecraft-Survival-Videos machen ja einfach Spaß, ne? Muss man ja fairerweise einfach so sagen. Ich laufe hier durch die Welt, esse hier Brot, habe hier Spaß, kann währenddessen bauen und nehme mich dabei auf. Ja, das ist ja so das Kernkonzept dieser Geschichte hier. Und natürlich mit euch zu kommunizieren dabei macht das Ganze nochmal viel spaßiger, wie alleine durch diese ganze Welt zu laufen. Ich weiß gar nicht, wie viele zig Folgen ich nicht gelivestreamt habe. Und wenn man das dann mal so eine Stunde macht und dann komplett alleine so vor sich hin plappert, das ist schon möglich, keine Frage. Aber irgendwann gehen einem auch so ein bisschen die Themen aus und dann schleifen die Folgen so ein bisschen und dann ist das alles so zäh. Ja, ich weiß nicht, also es war zumindest mal mein eigener Eindruck. Das ist gar nicht so ohne, dann die ganze Zeit irgendein Gesprächsthema zu haben. Genau so, jetzt hier aber mal nach oben. Schau ich mal, natürlich habe ich hier weder Truhe noch Öfen noch irgendwas anderes. Also ich bin ja mal wieder perfekt vorbereitet für gar nichts. Ich habe zumindest eine Axt dabei. Das heißt, ich kann mir hier zumindest mal, ups, Holz holen. Ich überlege gerade nur, welcher Baum ist eigentlich. Ja, der da drüben. Der ist jetzt, glaube ich, der, der am ehesten nicht auffällt, wenn er fehlt. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, was schmeiße ich weg? Ja, zwei Brot wahrscheinlich. Dann habe ich das Holz hier und dann brauche ich auch noch Bruchsteine. Ich habe ja echt nichts in die Richtung mitbekommen. So. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Erdblock von Klaus ist. So wie der da steht. Oh Mann, ey. So. Ansonsten hier weiter nach oben. Hier entlang, da entlang und ich mache mir jetzt einmal kurz eine Kiste, dann ist das Inventar mal wieder leer. So, einfach mal hier und den ganzen Bruchstein rein. Kann man das nicht irgendwie? Gab es nicht so eine Taste, mit der man alles reintut? Ja. Wie auch immer. So, ein Regenbogenschaf hört sich natürlich cool an. Ich wüsste aber bloß nicht, wie es geht. Wenn man mir das kurz erklärt, kann ich das sicher machen. Wenn ich die Sachen dafür habe. Ja, vorausgesetzt das. So, jetzt schaue ich mal, das kann hier auch noch kurz weg. Ich brauche noch ein paar Steine. Die Öfen. Ja, theoretisch 7 Öfen. Wären schon super. Das heißt, ich baue einfach mal kurz hier ein bisschen Bruchsteine ab. So. Genau. Entlang, Namensschild musst du machen und. Ach, und dann auf das Schaf. Ah, okay. Das ist ja relativ einfach. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Namensschild übrig. Könnte ich das eigentlich gleich machen? Das ist eine coole Idee. Muss das dann ein weißes Schaf sein oder ist das dann egal? Nur um das nicht gleich auf ein rotes Schaf oder so zu verschwenden in dem Sinn. Also jetzt habe ich eh schon genügend Steine für 8 Öfen. So viel habe ich ja nicht mehr. So, dann wieder hier nach oben. Mach mal kurz hier 3 hin. Hier 3, 4, 5. So. Wie viel habe ich davon? Ein Haufen. Okay. Das heißt hier so. Das gleiche hier so. Hier so. Ups. Das so. Perfekt. Das sind jetzt alle Steine, die da einmal durchbrennen. Mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich aber auch wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.